Hallo Leute, ich bin's Paul, ihr seid bei Candlelight Gaming und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Deponia. Im letzten Part haben wir mitbekommen, dass wir hier auf so einem Schrottplaneten leben und so weiter und Rufus will hier weg. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. Das klingt nach einem ganz einfachen Plan. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Welcher Tag ist heute? Dienstag? Ja, Mann, Stoffach, nehmen wir. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. Aber die Batterie brauchen wir doch bestimmt. So, und nun? Na, jetzt verstauen wir den. So, und wohin jetzt damit? Naja, ins Stoffach. Dachte ich. Na, geht doch. Siehst, gar kein Problem. Haben wir doch easy geschafft. Jetzt. So, und wohin jetzt damit? Kapseltür? Da passt sie wohl nicht hin. Sitz. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ich hab keine Ahnung. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Weil wir ihn wahrscheinlich nicht brauchen. Ich nehme das mal kurz hier. Können wir jetzt mit dem Schraubenschlüssel? Mein Treuer, warum ja. stand der? Ach, egal. Wir haben keine Ahnung, warum der nicht auf der Liste stand. Wir bauen jetzt den Sitz aus. Braucht doch keiner. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Richtig. Brauchen wir nicht drauf sitzen. Und jetzt nehmen wir die und packen die da rein. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Keine Ahnung. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Uiuiui, na dann geh mal dahin. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch nichts mehr, was sonst irgendwie. Na doch, die Lunte, aber das gucken wir uns später an, wenn es da erstmal losgeht mit. Es gab ja hier noch. Also hier drin gab es ja irgendwie nichts mehr, was wir hätten benutzen können. Aber vor Tonys Hütte, da waren wir nämlich noch nicht. Na los. Oh, wer bist du denn? Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Hanek, rede mit mir. Gib mir Tipps. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Okay. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Okay. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Von wegen. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Der war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Welchen Schalter? Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ja. Ich will vielleicht schon. Ich krieg das schon hin. Sicher. Sichi.
Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Mach das, machen wir. Kein Thema. Ich glaube, wir haben auch eine Taste, die uns hier alles anzeigt, was wir anklicken könnten, aber das will ich am besten im ganzen Let's Play gar nicht benutzen. Tony hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Eine Chili-Schote ist doch nicht seltsam. Autsch, heiß! Moment, man kann die Chili-Schote nicht anpassen. Geile Klingel. Sehr schön. So, haben wir ein hier sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Sattelförmiger Kasten. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Was eine Schweinerei. Sehr schön. Achso, das ist der Sitz. Alles klar. Gut, dann haben wir ja jetzt quasi einen Sattel, also einen Sitz mit Batteriefach. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ah, da geht's raus. Geh mal direkt raus, Rufus. Wir wollen... Was sagt uns eigentlich Wenzel? Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Hey, Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Sehr gut. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Ich bin doch nicht den Sidekick. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ja, auf jeden Fall. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Vielleicht, weil du faul und unzuverlässig bist? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wir wissen ja mittlerweile, wie es mit der Batterie aussieht. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Okay. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Richtig. Gut, wir wollen gerne diesen Briefkasten dort einbauen. Sehr gut. Jetzt nehmen wir noch die Batterie und stecken die da rein. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Na dann kalibrieren wir die Harpune. Was haben wir hier? Wir haben eine Lunte. Das wird ein spektakulärer Abgang. Dann haben wir eine Harpune. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen. Die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Sehr Diesmal schön. Kann gar nichts schiefgehen.
kann es. Und wir haben hier noch ein Bedienungsfeld, eine Bedienungstafel, Entschuldigung. So, so was blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Hier, Sie können nicht nach oben und nach... verarschen. Achso, wir können so machen. Okay, es ist jetzt quasi ein bisschen wie beim Schach. Wir gehen erstmal dahin. Dann gehen wir dorthin. Dann bitte dahin. Geht's auch hier lang? Ne, da geht's dann nicht. Dann geht's da nach oben. Dann hier hin. Dorthin. Ah, schon fast geklappt. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert jetzt, wobei das war natürlich sehr intelligent. Dann so. Es wäre natürlich schön, wenn wir die hier benutzen könnten, weil dann wären wir direkt drauf. Ich denke mal, wir brauchen dieses Stück. Dann nochmal so machen und dann einmal so. Das hat nicht ganz geklappt. Dann kommen wir dahin. Dann wollen wir gerne dahin. Und ja, geht dann nur noch der hier. Ah, das ist... Moment, wenn wir dahin wollen, müssen wir da landen, damit wir den Hebel dahin benutzen können. Das heißt, wir müssen da landen. Dann ist von hier aus schon mal schlecht. Da müssen wir landen. Das ist der Ausgangspunkt. Weil woanders geht's nicht. Okay. Ich sehe jetzt schon wieder ein bisschen hier. Harps schon wieder genau das gleiche wie gerade eben. So, wie machen wir das am dürsten? Das klappt wieder nicht ganz. Das war auch wieder doof. Vielleicht so. Okay, nee, okay. Gibt's denn das auch ein bisschen weise? Nein, natürlich nicht. Okay, wir hätten gerne dahin gewollt. Und dann dorthin. Und dann hier hin. Und... aber das kann jetzt eine Weile dauern, Leute. Das tut mir echt leid. Denn dahin von so Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. So allein, wir bräuchten wieder nach oben. Na, von hier aus könnten wir dahin gehen, da kommen wir auch nicht hin. Hier aus können wir dahin gehen, kommen wir auch nicht hin. Wir müssen da landen. Von hier aus gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also hier, erstmal hier hin landen wäre schon mal eine Idee. Gut. Auf die Kurve wollen wir landen. Auf der Kurve wollen wir landen. Das ist auch gar nicht so leicht, wie es aussieht. Also es sieht vielleicht auch gar nicht so leicht aus, weiß ich nicht. Okay, wir sind wieder nicht auf der Kurve gelandet. Wenn wir jetzt dahin gehen, dann können wir hier vielleicht nochmal zurück und dahin gehen. Wir müssen eigentlich irgendwo da oben landen, damit wir von da aus dahin können. Also sogar, vielleicht sogar hier hin. Ich resette nochmal, wir wollen hier hin. Also es ist sogar schon der Ausgangspunkt. Wie wär's mit so? Einmal so.
Geht auch wieder nur das. Nerv. Ich mag's irgendwie wieder nicht. Ich verkacke da immer total. Da geht's nicht lang. Hier würde es lang gehen. Aber wenn wir von hier nach da. Von hier kommen wir nur, wenn wir von hier aus runtergehen. Und von hier aus würde es von hier gehen. Also die einzige Möglichkeit, das heißt von hier und von hier aus. Welche Möglichkeiten haben wir denn von hier aus, um wohin zu kommen? Eigentlich nur von dort. Von dort haben wir welche Möglichkeit? Von hier, hier oder hier. Hier möchte ich gerne hin. Dort, dort oder dort. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Moment. Genial. Ich muss nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Karate Kid. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. So, jetzt gucken wir uns mal an, was sie jetzt zusammen hat, und dann geht's los, würde ich sagen. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Sehr gut, wie sie ihn hasst. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Das ist ja nicht nett. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Alles klar, komm, hier, setz dich drauf. Passt doch. So, los geht's. Lasst uns einfach die Lunte ziehen. Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Wiedersehen, Rufus. Organon. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Sehr gut, Ausdruck. Hey, wir sind da. Sehr gut.
Organon. Sehr gut, Rufus, du schaffst das. So, was ich glaube, wir können uns auf gar nichts bedienen. Nur die Kette. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja, genau, Rufus. Das war alles genauso geplant, mein Lieber. Alles klar, Leute. Wir haben es auf den Organon geschafft. Diesen riesen S-Bahn-Kreuzer-Dings mit... Und hast du nicht gesehen? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Schnitt. Und ich hoffe, dass ihr euch genauso freut wie ich, wenn wir den nächsten Part starten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt. Und schaut auch auf die anderen Projekte auf dem Kanal. Da ist auch eine Menge cooler Stuff. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Leute.